Hallihallo. Kurz schon direkt mal ein kleines Zwischenergebnis oder Update-Video zum Kochkost-Experiment, was ich jetzt noch einige Tage weiterführen werde, weil ich mich damit eigentlich momentan ganz gut fühle. Also halt so zweierlei eigentlich. Wenn ich halt zurückdenke an die Säfte und an die Früchte, dann fühle ich mich damit auf jeden Fall besser. Aber momentan ist das auch einfach mal ganz spannend zu erleben, was wie sich das so auf den Körper auswirkt, wenn man mal seine Ernährung halt verändert und wie das auch ist im Vergleich zu früher. Also früher war das halt so, wenn ich so gegessen hätte wie heute, dass ich mich dadurch stark vergiftet gefühlt habe und auch sehr viele Wassereinlagerungen bekommen habe, die Verdauung nicht mehr funktioniert hat und so weiter. Das ist jetzt bei einem deutlich reineren Körper nicht mehr so der Fall, weil auch die viralen und bakteriellen Parasiten größtenteils raus sind und dadurch halt nicht mehr diese dichte Nahrung fressen und dadurch keine Stoffwechselprodukte mehr an den Körper abgeben, die einen wieder vergiften und den Hunger erzeugen. Aber ich habe keinen Hunger. Das Einzige, was ich habe, Entschuldigung, ist halt, das hat dieses Bedürfnis, sich zu erden, runterzukommen, langsamer zu werden. Das war halt so eine Sache auch bei den Säften und Früchten, dass die einen halt so in die Höhe getragen haben und man verliert da halt wirklich relativ schnell, ja, die Bodenhaftung. Das kann ich ganz gut mit Nüssen konnte ich das ganz gut kompensieren, sage ich mal, und mit Bewegung. Ist aber auch mal ganz schön, sich über mehrere Tage hinweg richtig, richtig schön zu erden, ohne dass man jetzt total viel Fett oder irgendwelche ganz krassen Junk zu sich nimmt und den Körper damit hardcore irgendwie schadet. Ich habe, also I go with the flow momentan. Ich gucke, wo es mich genau hinzieht in die Kochnahrung. Also eigentlich im Prinzip einerseits nirgendwo hin, andererseits einfach diese Experimentierfreude, der Wissensdrang und einfach sich kein Konzept irgendwie zu beugen. Das macht das für mich schon reizvoll und interessant, obwohl ich ja das eigentlich nicht unbedingt brauchen würde, aber es ist halt mal interessant. Und wie gesagt, habe ich am ersten Tag hatte ich halt Reis gegessen. Ganz normal ungeschälten Reis, Langkornreis. Am zweiten so aus Haferflocken, so Bratlinge gemacht. Und beides hat mir nicht so gefallen. Mir hat halt schon gefallen, so viel zu essen, sage ich mal. Weil man sich danach halt so runtergezogen fühlt in einem positiven Sinne halt, dass man halt. Ja, das ist halt nicht die ganze Zeit tausende Gedanken im Kopf rumfliegen und dass man halt die ganze Zeit so hoch schwebt und ja, dass man dadurch einfach diese Erdung erfährt. Das hat mir daran schon gefallen, aber der Geschmack nicht und die Wirkung eigentlich auch nicht. Besonders die Wirkung, also bei dem ersten Tag habe ich eigentlich von dem Reis fast gar keine Wirkung gehabt, auch obwohl da 8 Gramm Salz drin waren. Ich merke eigentlich schon 0,2 Gramm. Also ich habe schon am Körper dann gesehen, dass da halt Wassereinlagerungen gekommen sind, deutlich. Aber ich habe so halt im Geiste halt nichts gemerkt, weil ich im Geiste auf so hohen Flügen war, dass ich das Gefühl hatte, halt diese niedrigeren Schwingungen als bei Rohkost der Fall wäre, sozusagen zu verbiegen und den eigenen Schwingungen anzupassen, weil der Geist halt regiert, sage ich mal, und das Grundlegende von allem ist. Und dann habe ich gestern habe ich dann mal Kartoffeln ein paar gemacht und das hat mir wirklich richtig, 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 richtig gut geschmeckt, muss ich sagen. Also einfach nur Kartoffeln gebacken. Fand ich früher schon hammer genial und das Aroma und diese Würze, das finde ich auch einfach wirklich genial. Und die Kartoffeln, die wirken auch deutlich basischer als jetzt Getreide. Ich hatte noch mal ein bisschen Hirse auch am gleichen Tag versucht. Also ich hatte mir da mehrere Gerichte gemacht, kleinere Portionen, um halt zu probieren, wo es mich hinzieht. Ich habe dann diese Maisnudeln ein bisschen von gemacht, haben mir überhaupt nicht gefallen.
Direkt beim ersten Bisschen schon hat man gemerkt, dass sie irgendwie schädlich sind oder irgendwas. Dann hatte ich mir da mal geschälten Reis gemacht und den geröstet vorher in der Pfanne, also ohne alles, ohne Wasser, ohne Öl, einfach geschälten Reis in die Pfanne. Und bei geschälten Reis ist der Vorteil, dass die Antinährstoffe unter der Schale liegen und die Mineralstoffe, die sind sogar kontraproduktiv, die da auch drin sind, weil die halt in anorganischer Form vorliegen, in toter Form, die der Körper halt überhaupt nicht verwenden kann und wieder raustransportieren muss, eine Belastung darstellen. Das sind diese erdigen Stoffe, die den Körper steif machen. Die sind dann alle weg. Die ganzen Antinährstoffe, die Getreide beinhaltet und schädlich macht, ist auch weg. Und durch das Rösten wird halt die schleimbildende Stärke, die auch eine Belastung darstellt, teilweise in Zucker umgewandelt. Und das riecht dann auch halt so ein bisschen wie Popcorn, aber Popcorn passiert ja das Gleiche. Es wird dann ein bisschen süßlich, dadurch, dass der Mais ja Hitze erfährt. Und ja, dann habe ich das davon eine Portion gegessen mit gedünstetem Gemüse, ordentlich gedünstetem Gemüse und halt eine Gemüsesoße auch, alles Low Fat, auch kein Salz, also mich zieht es überhaupt nicht zu irgendwelchen Fetten, schon gar nicht Auszugsfetten. Also da habe ich dann direkt gemerkt, ne, ist irgendwie nichts und am Salz genauso. Das vertrage ich überhaupt nicht. Vielleicht halt so ab und zu mal so, dass der Geist das dann sozusagen wieder verbiegen kann insgesamt. Da muss ich dann aber schon viel meditieren, viel auf Loslassen trainieren müssen für 24 Stunden. Und das habe ich jetzt gemerkt, so 3 Tage hintereinander habe ich das noch nicht durchgehalten. Ich denke mal, dass das irgendwann passieren wird und passieren kann, dass der Geist dann halt so stark wird, weil ich habe den ja gerade erstmal freigeschaufelt und jetzt muss ich erstmal alles, ja, mich dran gewöhnen und auch trainieren. Und irgendwann ist, glaube ich, dann Ernährung komplett unwichtig. Da kann man dann alles essen, nur dass man halt gar nicht den Drang dazu verspürt. Halt vielleicht ab und zu, um ja sozusagen geistige Nahrung, Soul Food. Also seelische Nahrung eher zu sich nimmt, weil es einfach Spaß macht. Also diese Kartoffeln, die haben ja sogar deutlich besser geschmeckt als viele Früchte, die hier erhältlich sind. Ja, genau, ich habe ein bisschen Pfeffer drauf getan, das fand ich sehr geil irgendwie vom Geschmack her. Hat mir auch, man merkt auch direkt, dass das deutlich besser getan hat, noch als der präparierte Reis, wobei ich beim Reis schon gemerkt habe, dass der auch schon ziemlich ja milde schmeckt und ich habe ein mildes Gefühl dabei gehabt und auch überhaupt kein schlechtes Gefühl, aber ich hätte lieber noch mehr Gemüse dabei gehabt. Also da zieht es mich jetzt auf jeden Fall hin, wenn ich halt gekochtes esse, dass da halt 50% mindestens Gemüse ist und wenn Getreide, dann halt nur so präpariert und auch nur als Beilage. Oder halt selten einfach mal irgendwas mit Getreide. Und ich werde mir dann auch mal selber ein Brot machen. So ein Essener Brot. Sieht so aus, dass man irgendein Getreide keimen lässt für 2 Tage circa. Dadurch werden Antinährstoffe abgebaut. Auch wenn er Glutenunverträglichkeit hat, kann das ihn vertragen. Das wird auch größtenteils umgebaut. Dann wird noch 50% der schleimbildenden Stärke circa in Zucker gewandelt, je nachdem, wie lang der Spross, der Trieb halt wird. Das Lebensmittel wird lebendig, es wird eine Pflanze, hat dann auch Enzyme. Und dann wird das idealerweise gepresst, wenn man das halt keine Maschine dafür hat, dann wird es einfach gemixt. Ohne jetzt zusätzliches Wasser, weil das wird ja gewässert und hat dann selber auch schon Wasser, also es hat auch noch einen höheren Wasseranteil als nicht gekeimtes Getreide, logischerweise. Dann wird die Masse halt einfach ja, getrocknet, sozusagen, hat man ein Rohkostbrot. Ich werde das noch so machen, dass ich das dann zusätzlich noch 50% Gemüse beigeben werde, wahrscheinlich einfach Möhren, Gewürze weiß ich noch nicht, und Kräuter, ob ich das dabei mache. Auf jeden Fall hat sich dann, ja, durch das stärkefreie Gemüse und durch den Keimprozess haben sich dann jeweils 50%, also insgesamt bei 75% der schleimbildenden Stärke, der ist dann sozusagen Zucker, weil in Möhren liegt halt Zucker vor und keine Stärke. Im Prinzip könnte man das dann sogar noch toasten, wenn man auf Rohkostqualität nicht so Wert legt, aber mich zieht es jetzt wieder schon sehr stark zu Rohkost und zu Gemüse, allgemein zu stärkefreiem Gemüse. Also mich
Also ich finde diese Kurzzeitentwicklung ganz gut, dass ich ganz am Anfang habe ich sogar Fett gegessen und ganz viel Salz und Proportionen und Getreide. Und ich wollte halt wissen, ich habe halt bei dem letzten Punkt sozusagen angefangen, wollte halt wissen, ob es mich jetzt auf natürliche Weise wieder dahin zurückführt, wo ich jetzt eigentlich herkomme. Und am nächsten Tag hatte ich halt schon keine Lust mehr auf Getreide. Jetzt halt maximal so präpariert als Ausnahme. Und dann zieht es mich halt zu basischen Lebensmitteln, die halt nicht so übersäuern den Körper, wie Kartoffeln und Gemüse besonders. Und dann zieht es mich jetzt zu stärkefreiem. Also gebackene Kartoffeln sind eigentlich schon ziemlich ideal. Kann ich auch auf Dauer empfehlen. Für die meisten. Ich kann den meisten sogar empfehlen, wenn man halt Bock drauf hat, das jeden Tag zu essen. Und das sättigt wirklich sehr gut, aber ich denke, dass die Sättigung in erster Linie von Gemüse kommt auch und dass das auch ziemlich gut erdet. Hat ja auch etliche erdige Stoffe, Mineralstoffe. Und ja, ich merke so langsam, egal wie viel ich davon esse, also ich habe mich dann gestern an Kartoffeln satt gegessen, ich war dann halt gefüllt, aber nicht satt, nicht wirklich satt. Und das ist jetzt, glaube ich, das fehlende Gemüse, die fehlenden Mineralstoffe. Deswegen werde ich jetzt halt den Gemüseanteil deutlich höher setzen und möglichst bald halt wieder zur Rohkost zurückzukehren, aber sozusagen ohne jetzt irgendwelchen Drang oder Druck, sondern halt go with the flow und so, wie es halt Spaß macht. Deswegen werde ich erst gedünstetes Gemüse jetzt deutlich erhöhen. Und ich denke mal, dass ich das irgendwann dann auch wieder ganz weglassen kann, wenn es mich halt davon wieder wegzieht. Und irgendwann werde ich wahrscheinlich wieder dabei ankommen, nur Früchte und Säfte zu konsumieren. Das macht mir eigentlich auf Dauer am meisten Spaß. Nur da muss man halt wirklich aufpassen, wie das mit der Erdung ist. Aber da werde ich dann irgendwas Rohköstliches dann stattdessen nehmen. Dann werde ich dann wahrscheinlich wieder Salate integrieren, was auch sinnvoll ist wegen der schlechten Fruchtqualität hier. Wie gesagt, diesen Gurkensalat, den ich letztes Mal gemacht habe. Und wenn es gar nicht geht, nehme ich halt auch anderes Gemüse. Ja, und dann halt so Rohkostbrot werde ich auf jeden Fall auch mal jetzt dann halt ausprobieren, wo dann halt auch ein guter Anteil an Gemüse dabei ist. Und das dürfte dann auch sättigen, sehr schnell. Ja, und einfach mal gucken, wie halt die Wirkung davon ist auf den Körper und auch um mehrere Tage hinweg. Und das im Vergleich jetzt zu der gekochten Nahrung, wie da die Wirkung ist. Also im Prinzip habe ich überhaupt keinen Hunger, die ganze Zeit nicht. Aber halt dieses Bedürfnis, irgendwie was auszugleichen, zu balancieren oder zu puffern. Aber ich denke mal, das ist halt so der Drang nach Mineralstoffen jetzt, die den Körper zurückzuführen, dadurch, dass man halt so viel übersäuernde Lebensmittel auch zu sich genommen hat. Und deswegen werde ich dann heute nochmal Gemüse einkaufen. Aber ich habe mir hier jetzt aufgeschrieben, also wenn gekocht, dann zieht es mich automatisch zu basischen Lebensmitteln. Auf kurz oder lang zu schleimarmen Lebensmitteln wie Kartoffeln. Also ich mag die Wirkung auch überhaupt nicht von Reis jetzt zum Beispiel oder so labbriges Brot. Man fühlt sich am nächsten Tag total verschleimt und wie das auch alles in den Körper reingezogen wird, besonders merke ich es dann am Gesicht, wie das so in die Backen so reingezogen wird, dieser Schleim einfach. Der einfach dadurch entsteht, wenn Stärke gekocht wird, dann entsteht so eine schleimige Pappmasse. Und die kann der Körper halt nicht schnell genug wieder raustragen, wenn man das jeden Tag zu sich nimmt. Und dann wird es halt eingelagert im Körper. Sondern diese Wassereinlagerung halt auch. Ja, Schleimarmen momentan gehen Kartoffeln dann noch ganz gut. Das ist, finde ich, so das Beste. Wenn man den Quellen glauben kann, dann hat das so 13 Gramm Stärke auf 100 Gramm und bei gekochten Getreide sind das 23 Gramm. Und wenn man das halt nochmal backt und dadurch ja nochmal stärker in Zucker dextriniert, dann ist das vielleicht 8 bis 10 Gramm Stärke. Ja,
Und das ist halt schon deutlich weniger. Aber ich versuche halt mal die Kartoffeln zu ersetzen mit einfach stärker freiem Gemüse. Ich würde auch mal Lupinen versuchen, weil die auch stärkefrei sind und basisch sind. Topinambur. Das hat komplexe Kohlenhydrate wie Inulin. Das wird aber halt nicht verdaut und hat deswegen auch keine schleimbildenden Eigenschaften. Sprossen werde ich probieren. Spargel ist ja auch eine Sprosse. Mungbohnensprossen sind auch, haben nur 1 Gramm Stärke circa. Also momentan zieht es mich hin zu schleimarm, basisch, Whole Food, also ganze Lebensmittel, Low Fat, Low Sodium, überwiegend roh. Das sind sozusagen die von Erhard beschriebene Übergangskost. Bananen zieht es mich auch hin in der Form, dass ich die zu einem Smoothie püriere, aber ohne Wasser. Und davon dann viel konsumiere, dann, also das ist richtig genial eigentlich. Also das schmeckt mir auf jeden Fall deutlich besser, als die Bananen so zu essen. So kriege ich die wenigstens runter, besonders mit Erdbeeren. Und es hält halt wirklich krass satt, obwohl ich das halt auch konsumiere, obwohl ich keinen Hunger habe. Hunger ist ja so nur eine Krankheit und die kommt zum Glück nicht zurück. Ansonsten versuche ich einfach mal grüne Smoothies auch wieder, um halt die Mineralstoffe reinzukriegen, um das halt mal einfach auszuprobieren, wie dann die Wirkung davon ist. Ob dann auch das Bedürfnis nach, ja, dieses Bedürfnis, was ich halt schon habe und ich nicht ganz erklären kann, aber halt die Vermutung habe, dass es halt die Mineralstoffe sind, die der Körper haben möchte. Ob das halt sich wirklich bestätigt, ob man dann nach diesem Drang halt nicht mehr hat. Karotten, ganz, 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 ganz gut. Ist mir gerade erst die Idee wieder gekommen, also gestern. Die werde ich wieder integrieren. Gedünstet schmecken die mir sehr gut, auch mit gebackenen Kartoffeln, püriert, sozusagen Möhren untereinander. Das habe ich früher als Kind auch sehr, sehr gerne gegessen. Werde ich mir auf jeden Fall mal machen. Und auch Karottensaft besonders. Und das ist dann auch mal ein perfekter Backup-Plan, wenn nicht genug Früchte da sind und wenn man nicht genug finanzielle Mittel hat. Weil Biomöhren kriege ich für 80 Cent das Kilo, anstelle von 5 Euro, wie die meisten Früchte hier, die man in angemessener Qualität bekommt. Und weil es mich so in erster Linie zu Säften zieht, dann kann ich da auch mal Karottensaft machen. Hauptsache Rohkost, genau wie bei den Bananen. Hauptsache Rohkost erstmal wieder, weil da zieht es mich immer noch natürlich am meisten hin. Den ersten Tag, nachdem ich gekocht gegessen hatte und dann zum ersten Mal wieder Rohkost hatte, weil ich den ganzen Tag davor nichts anderes hatte, nur diese eine gekochte Mahlzeit, auch kein Wasser, weil ich halt kein Wasser mehr trinke. Was ich jetzt aber während der Kochkostphase am besten machen sollte, also zusätzliches Wasser zu trinken. Boah, das war so überwältigend, krass gutes Gefühl. Und das hat auch deutlich besser geschmeckt alles. Aber es hat halt nicht diese gewünschte Wirkung, die ich halt so gesucht habe, diesen erdenden Effekt und so weiter. Ja. Aber es schmeckt mir halt deutlich besser Rohkost. Karotten, Erdbeeren, Feigen, Paprika, Grapefruit, Avocado, aber nicht zu viel. Also zu fett zieht es mich eigentlich fast gar nicht. Mandeln sind auch schleimfrei und basisch. Leinsamen genauso. Sonnenblumenkerne sind schleimarm und nicht basisch, sind aber günstig. Andere Nüsse. Shiitake-Nudeln, das sind so kalorienfreie Nudeln. Möhrensaft hatte ich schon, das kann ich immer streichen. Und irgendwelche gedörrten Sachen. Rohkost halt, Papaya, rohen Paprikamark, rohen Senf, roher Tomatenmark, Aubergine, weißes Mandelmus. Ja, andere Nüsse habe ich erwähnt. Lupinen hatte ich erwähnt, vielleicht kann man da auch irgendwie Lupinenfleisch herstellen oder Lupinenburger halt. Stimmt, ich könnte die Lupinen auch keimen lassen, obwohl ich halt keine Lust habe auf diese ganzen Keimsachen. Beim Brot geht das noch, weil das ist halt ein bisschen haltbar, glaube ich. Zur Not muss ich das halt doch irgendwie toasten, weil ich nicht direkt aufgegessen kriege, damit das irgendwie länger haltbar wird, weil es ja halt ein lebendiges Lebensmittel ist. Mungbohnensprossen hatte ich erwähnt, Sojasprossen vielleicht, Lupinensprossen, Pilze, Hefeflocken, Mandelmilch,
Also auch pasteurisierte Mandelmilch, das werde ich mal ausprobieren. Obwohl, wäre dann halt nur Faulheit. Aber ich mache es einfach trotzdem jetzt mal. Ich glaube aber, dass wenn man sich Mandeln kauft, die einfach kurz im Mixer wird mit Wasser ist, und mit Datteln ist das genauso teuer. Also es kommt das gleiche bei raus und man hat es da dann noch roh und frisch. Sojaprodukte bin ich mir noch nicht ganz sicher, die sind zumindest schleimarm. Ich denke mal auch, dass sie Schleim bilden. Und sind auch zu proteinreich und so auch nicht ganz gut. Aber ich mag einfach diesen Effekt nicht, dass man halt total verschleimt ist und das zieht einen so runter und macht einen auf Dauer auch so schlapp, dass ich halt versuche, diesen Drang, dieses sich zu erden und so weiter irgendwie anders hinzukriegen. Und wenn das halt mit Stärke freiem Gemüse nicht geht, versuche ich das halt mal mit Sojaprodukten. Und wenn dieses Gefühl überhaupt nicht zu generieren ist, zufriedenzustellen ist mit Nahrung, egal was man isst, dann lasse ich halt los. Dann lasse ich davon halt komplett los, weil es halt keine Möglichkeit gibt, dieses Gefühl zu befriedigen. Aber das muss ich halt ausprobieren. Oder würde ich gerne ausprobieren. Aus diesen Sojaprodukten kann man natürlich ja Tofu wählen. Daraus kann man wiederum Rührei machen. Mayo kann man damit machen, also fettarme Mayo. Dann gibt es noch sowas wie Sojajoghurt im Supermarkt, Sojapudding, Sojaaufschnitt, Sojaschnetzel habe ich noch, obwohl das halt kein Whole Food mehr wäre. Sojaburger, Sojamilch, ja. Kokosmilch. Pasteurisierte werde ich für eine Chinapfanne, eine Gemüsepfanne mal wieder nehmen, dass man sich so eine Ananas-Kokossoße macht oder Mango-Curry, Kokos, irgendwas. Solange es halt Whole Food, fettarm, salzarm, basisch und schleimarm bleibt. Gemüse betont. Selten habe ich hier selten Doppelpunkt weiße Schokolade, also dunkle Schokolade beerdigt mich zu sehr. Durch das Kakaopulver. Ist natürlich überhaupt kein Whole Foods, deswegen steht er jetzt auch selten. Auf jeden Fall wollte ich es mal ausprobieren. Warum steht da jetzt Kürbis und Salat und Kräuter? Ach so, das muss noch da oben hin. Also Kürbis, Salat, Kräuter, Grünzeug, Gewürze, Zwiebeln, Sellerie, Mango, Kokosmus. Das ist also auch noch, gehört da oben hin noch. Gedünstete Möhren, Rosenkohl, Weißkohl, Lauch, Zwiebeln, Spargel, Schwarzwurzel, gebackene Pflaumen, Rettich, Artischocke. Also das ist halt schon, so ein paar Dinge, die ich gerne ausprobieren würde. Einfach so aus Spaß. Aber mein Gefühl sagt mir schon, dass darauf hinauslaufen wird, ja, dass der Körper nach diesem Gemüse verlangt und deswegen würde ich erstmal gedünstetes Gemüse probieren, aber weiterhin noch Kartoffeln, Rohkost, ansonsten immer mindestens eine Mahlzeit am Tag. Mehr als zweimal esse ich auch nicht am Tag. Und dann wird es wahrscheinlich wieder komplett roh werden, dass ich dann halt sowas wie Blumenkohlreis integriere. Ach, hier habe ich ja noch was stehen. Erdnussbutter ist natürlich dann auch zu den Ausnahmen. Ansonsten habe ich hier nichts davon stehen. Was ist denn mit den Rohkostgerichten? Ja, Gurken, Nudeln halt mit Tomatensoße oder Ananas, Curry, irgendwas. Das wären halt so eine Rohmahlzeit. Gucken, ob ich dann halt davon diesen Effekt, den der Körper sucht, bekomme. Kokoswraps, das ist einfach junges Kokosnussfleisch gedörrt und das ist sozusagen wie Brot, das habe ich mal gemacht, das schmeckt auch hammer, hammer gut, das beste Brot, was ich je gegessen habe, und halt roh. Ja, solche Wraps hat man dann, das wären dann Rohgericht. Gedünsteter Blumenkohlreis, ja, als Rohgericht halt dann einfach nicht gedünstet, aber um das schon mal halt schleimarm oder schleimfrei und gemüsebetont zu gestalten, weil Reis habe ich jetzt keine Lust mehr drauf. Außer wenn er halt so zubereitet ist, wie ich erzählt habe, dann kann man das mal ab und zu machen, aber interessiert mich jetzt auch nicht so sehr. Stattdessen mache ich dann halt mal gedünsteten Blumenkohlreis.
Und man kann aus dem Blumenkohl auch eine Pizza machen, auch eine Rohkostpizza. Das wäre dann aber der nächste Schritt. Und zu dem Blumenkohlreis gibt es dann halt gedünstet Gemüsebohnen oder Zuckererbsen, Zwiebeln, Knoblauch, Tomaten, Pilze, Ananas. Schmeckt gut da drin eigentlich. Ist halt so ein thailändisches Rezept eigentlich. Dann entweder so, ja, sowas wie Topinambur-Streifen. Wenn die angebraten sind, das werde ich mal in Wasser versuchen. Dann schmeckt das halt so wie Fleisch, nur deutlich besser, muss ich sagen. Also das ist echt ein Geheimtipp, Topinambur-Braten. Pastinake oder Rettich, Salat, Sellerie, Sprossen und dazu eventuell gebackene Süßkartoffel, ja, mit Mango-Paprikasalsa oder Kokos-Curry-Soße. Das werde ich dann halt mal probieren. Und roh den Blumenkohl kann man halt wirklich so als Reis nehmen oder als Sushi-Füllung oder auch in Salatblättern einwickeln. Oder halt als Pizza. Die Zucchini-Nudeln habe ich jetzt mal probiert, aber Gurkennudeln schmecken mir deutlich besser. Zucchini-Schiffchen, gefüllte Paprika, also Rohkost, irgendwas mit aus dem Dörrautomaten, dann dieses Rohkost-Essener Brot, Rohkost-Lasagne, auch teilweise mit Nüssen. Das werde ich dann halt im nächsten Schritt probieren, wenn ich dann wieder auf Rohkost bin. Dö. Jetzt werde ich mir aber auch mal halt, also jetzt gehe ich halt mehr zum Gemüse, auch gedünstet, Hauptsache schleimarm. Und dann werde ich mir dann auch mal eine Gemüse-Lasagne backen, die dann besteht aus Tomaten, Zwiebeln, Knoblauch, Pilzen, Zucchini-Streifen. Also ich wollte halt jetzt nicht irgendwelche Getreide-Lasagne-Dinge dann nehmen, weil da habe ich keine Lust drauf, deswegen nehme ich einfach Zucchini-Streifen, wie das in dem Rohrezept auch gemacht wird. Davon dann halt mehrere Schichten und dann werde ich einfach Mandelmus drüber machen als Käse. Oder halt so eine Käsesoße aus irgendwelchen Nüssen. Entweder Sonnenblumenkerne kann man nehmen, Paranüsse, Macadamia, Cashews, Walnüsse. Das dann plus Hefeflocken und Kurkuma mit etwas Wasser oder Mandelmilch. Dann hat man so eine käsige Soße auch. Und das dann halt backen als Gemüselasagne. Ja. Was ich aber auch noch ausprobieren werde, steht hier unter dem Wort Junkfood auch in Wasser gebratene, falls das Wort geht, Dinkelnudeln oder in Klammern, weil ich habe halt diese Mais-Reisnudeln probiert, das war überhaupt nicht meins. Ich will auf jeden Fall mal ausprobieren, wie das mit Dinkel ist. Ich denke aber, da wird es ähnlich mit sein. Dann gäbe es aber noch Reisnudeln, Buchweizennudeln und Süßkartoffelnudeln. Okay, Reisnudeln sind ja dann wenigstens glutenfrei und das sind meistens auch geschälter Reis. Das dürfte sich dann so verhalten wie dieser geschälte, geröstete Reis, den ich gegessen hatte, der eigentlich ja so mittelmäßig in Ordnung war. Und wenn ich das Ganze dann halt brate, dann wird er halt auch wieder Schleim reduziert. Und Nudeln esse ich halt deutlich, deutlich lieber, allein schon wegen der Konsistenz. Wegen dem Gefühl als halt Reis. Deswegen werde ich mal Reisnudeln eventuell probieren. Aber nicht diese ganz dünnen, sondern halt richtige Spaghetti. Buchweizennudeln werde ich mal vielleicht selber herstellen. Buchweizen ist aber extrem schleimbildend, genauso wie Reis. Und den kann ich auch nicht schälen. Aber ich denke mal, dass ich den einfach einweichen werde für 24 Stunden. Und dann einfach zu einem Teig pürieren werde und dann selber halt welche daraus schneiden werde. Und die dann genauso anbraten werde. Allein durch das Einweichen dürfte schon ganz viel Schleimwasser dadurch wegkommen. Auf Keimen lassen habe ich keine Lust. Keimen dauert mir zu lange. Süßkartoffelnudeln ist auch ganz einfach. Einfach die Süßkartoffeln in Fettuccini oder Fettuccini Streifen schneiden. Und die dann halt kurz anbraten oder halt dünsten. Das ist ganz gut. Also Süßkartoffeln, Kartoffeln. Und anderes Gemüse, also es ist ja halt auch Gemüse. Also mich zieht es halt stark einfach zu Obst und Gemüse, wie schon immer. Und möglichst stärkefrei und wenn nicht, dann halt ja sowas wie Topinambur auch. Schwarzwurzeln, also allgemein Wurzelgemüse, wenn es halt gedünstet ist, finde ich schon ganz brauchbar. Ja, und diese Reisnudeln oder Buchweizennudeln, die werde ich dann auch mit gedünsteten Gurkennudeln vermischen, damit man auch so ein bisschen Frisches dabei hat noch.
Und das dann mit gedünsteten Zwiebeln, frischen Tomaten und etwas Avocado. Also meine Eltern haben früher mal gemacht, gebratene Nudeln, einfach ganz normale Weizen, Vollkornnudeln. Dann Tomaten, Zwiebeln und Olivenöl in die Pfanne und das hat mir immer extrem gut geschmeckt. Nur dass mir das nicht gut getan hat. Und das versuche ich dann halt mal mit gebratenen Reisnudeln zum Beispiel oder diesen Buchweizennudeln, weil Buchweizen ist zumindest basisch. Oder basisch, ja, Süßkartoffeln natürlich auch. Das dann halt mit gedünsteten Zwiebeln, nicht in Öl gebraten, dann mit frischen Tomaten, weil ich einfach Bock habe auf ein bisschen Frisches auf einmal da drin, gemixt mit Gurkennudeln und statt dem Öl dann halt Avocado, ein bisschen als Fett sozusagen. Das würde ich ausprobieren. Ja, Gemüsepfanne, das hatte ich schon mal gemacht. Und zu der Gemüsepfanne dann vielleicht eine gebackene Süßkartoffel. Ja, das ist das halt, was ich dann gekocht noch ausprobieren würde. Und dann halt, wie gesagt, irgendwelche Sojaprodukte eventuell. Weil die habe ich gemerkt, weil hatte ich eins gegessen, vertrage ich deutlich besser als irgendwie Reis oder irgendwas oder Brot oder so. Weil dieses, was einfach schleimarm ist, damit komme ich deutlich besser klar. Und da hole ich mich auch schneller von. Ja, und wenn ich diese paar Rezepte durch habe, werde ich danach halt diese Rohkostrezepte angehen und dann gucken, wie es halt mich weiterführt. Ja, 32 Minuten.